Sonderstudio Deutschland treffen. Hey, 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 heute ist was los an der Spree. Hey, 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 heute ist was los an der Spree. Pfingsten in Berlin. Deutschland treffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR. Ja, ich heiße Barbara Krause und war 1964, das seit 2 Jahren in Berlin. Meine Radiotätigkeit begann ich am Sender Weimar, wo ich auch gerne geblieben wäre. Aber da ich dann meinen späteren Mann Udo Krause kennenlernte und der natürlich nicht von Berlin nach Weimar kommen wollte, musste ich im Januar 1962 mich in Berlin umsehen, in dem großen Funkhaus. In Weimar war das natürlich alles viel persönlicher, familiärer, kleiner. Aber hier habe ich erst mal gedacht, mein Gott, hier kennst du niemanden und muss immer lange Wege gehen. War zwar schön gelegen hier am Wasser, aber für mich einfach zu groß. Und da ich auch nicht so richtig wusste, in Weimar hatte ich bei einem Frauenfunk, nannte sich das damals, mein Chef war Armin Müller, der damalige Dichter, der für die Weltfestspiele das Lied geschrieben hatte, im August blühen die Rosen, den ich sehr verehrte. Und das war also, ja, ich war zwar da gerade 20, als ich anfing, aber Frauenfunk, eine Stunde für die Frau, nicht nur für die Frau, sagten wir damals schon. Habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja, und was nun hier in Berlin? Und wo sind Sie da untergekommen? Bei welcher Redaktion? Da kam ich dann durch Zuraten meines Mannes zur damals gegründeten Jungen Welle. Da hatte ich ein halbes Jahr vorher schon im Mai 61, da hatte der damalige Chef, der die Junge Welle gründen wollte, Otto Bark, alle jungen Redakteure aus den einzelnen Sendern von Radio DDR eingeladen und gefragt, ob sie nicht nach Berlin kommen wollen. Er macht so eine neue Redaktion, Junge Welle mit einem Abend der Jugend, und da braucht er junge Reporter. Und da habe ich noch gesagt, nein, niemals gehe ich von Weimar weg. Und ein halbes Jahr später kam ich dann, da hat er mich angelächelt und hat gesagt, ach ja, da musste erst der Udo Krause kommen. Auf mich hast du nicht gehört. Aber er nahm mich dann in die Redaktion, wobei die war also Kinderradio praktisch mit Butzemannhaus, Sandmann und also mehreren Sendern und die mehreren Redaktionen. Und die Junge Welle mit dem Abend der Jugend, das war also etwas ganz Neues, waren dann immer freitags 3 Stunden Originalsendung, nicht nur hier in Berlin, sondern wir sind dann auch so in der Umgebung, in Brandenburg vor allem, unterwegs gewesen. Ja. Auf welcher Frequenz wurde das dann ausgestrahlt, innerhalb von Radio DDR? Das war offiziell, ja, Radio DDR. Da wurde also, das ging 18 Uhr los bis 21 Uhr und war also eine Neuheit im Programm. Nannte sich das auch so Junge Welle oder war das der Arbeitstitel? Nein, das nannte sich offiziell Junge Welle und die Sendung hieß Abend der Jugend. Und wie muss man sich das heute vorstellen? Wurde da mehr gesprochen, diskutiert oder gab es da auch Musik und wenn ja, welche? Es gab Musik. Im Wesentlichen Schlager damals für junge Leute gedacht. Da hat dann auch so, ja, kurz nachdem die Sendereihe begann, der Klaus Schneider mit als Musikredakteur gearbeitet. Und wir sind ja immer, also einmal war eine Sendung hier vorm Funkhaus, da sind wir mit Taucheranzügen in die Spree reingegangen und haben von unter Wasser berichtet, und also solche kleinen Gags gab es da immer. Oder wir sind irgendwo hingefahren, wo es ein schönes großes Kulturhaus gab, und dann haben wir eben so vom Leben der Jugendlichen dort erzählt und mit vielen Originalinterviews eben.
Also das war eine Unterhaltungssendung, wo die Jugend zu Wort kommen sollte und über das, was sie sich wünscht, auch berichten musste. Und dann also mit Musik zwischendurch und alles original eben. Das war das Besondere da. Gab es dafür ein Vorbild? Eigentlich nicht. Das hatte unser Chef Otto Bark, der hatte immer viele Ideen. Der ist später dann beim Zirkus gelandet zum Ende der DDR. Und das hatte er sich so ausgedacht und war natürlich jede Woche so 3 Stunden Originalsendung mit viel Organisation verbunden. Und da waren wir dann doch eine ziemlich große Redaktion. Aber ich habe da nicht ständig mitgewirkt, sondern habe dann auch den Märchenonkel im Butzemannhaus betreut und so diese Kindersendung, die wir noch gemacht haben. Aber das war ja im Prinzip 3 Jahre vor dem Sonderstudio DT64. Naja, das war ab Januar 1962. Und was ich meine, also das war jetzt 2 Jahre vor DT64, gab es schon quasi ein erprobtes Jugendformat, was man dann zum Sonderstudio DT64 ja nur noch quasi auf die Situation anpassen brauchte. Ja, es gab beim Berliner Rundfunk einen Jugendfunk, der Sigmar Krause war da der Chef, aber die haben nur, ich glaube, 1 Stunde in der Woche dann speziell Jugendprobleme aufgegriffen. Und diese Form mit Musik und Unterhaltung und Originalgesprächen und so und 3 Stunden im Stück, das war bei Radio DDR mit der Jungen Welle etwas ganz Neues und hatte sich in den 2 Jahren auch sehr bewährt. Und darauf hat dann auch das Komitee, Gerhard Eisler, unser Vorsitzender, haben die darauf zurückgegriffen, haben gesagt, dann könnten wir doch das erweitern und machen mal nicht 3 Stunden am Freitag, sondern die 4 Tage während des Deutschlandtreffens wirklich für junge Leute so etwas, was ihr da in dem Abend der Jugend bisher gemacht habt. Und deshalb wurde Otto Bark auch der Chef von DT64. Die Idee war eigentlich mit der Jungen Welle geboren. In allen Stadtbezirken begannen am Nachmittag die Wohngebietsfeste, auf denen sich Gäste und Gastgeber zusammenfanden. Stürmischen Applaus erntete die New Brunswick Combo aus Braunschweig, die vor der 16. Oberschule in der Nähe des Strausberger Platzes heiße Rhythmen zu Gehör brachte. In der Weidemeierstraße vergnügte man sich beim Suhler Schützenfest. In voller Aktion ist das offene Gespräch der Jugend beider deutscher Staaten. Es gab eine Besonderheit, hat man mir erzählt, ein gläsernes Studio auf dem Alexanderplatz. Was können Sie dazu sagen? Also das habe ich überhaupt nicht gesehen, weil ich war in dieser sogenannten Kundendienstredaktion und wir saßen im Block B in dem großen Foyer, waren Schreibtische hingebracht worden und es war also, normalerweise waren das überhaupt keine Redaktionsräume, es war hier der große Bereich, der dann für Telefonanfragen und Auskünfte zur Verfügung stand und Weiterleiten an die Reporter und so etwas. Also ich habe da mehr organisatorische Arbeit gemacht. In dem Studio am Alex war ich überhaupt nicht, weil ich in den 4 Tagen eben hier ständig im Einsatz war. Und hier im den Hörspiel Studios, wo wir außerhalb eben gesendet haben, nicht in den normalen Studios, die wir sonst für die Sendung hatten. Das war alles ein bisschen abgeschottet davon, weil so viel hätte das ja gar nicht verkraften können. Die normalen Sendeaufgaben gingen ja weiter. Da habe ich ab und zu mal, etwas hingebracht oder, aber selber als Reporterin habe ich da gar nicht gearbeitet. Das war mein Mann, der hat von draußen dann die Reportagen von den Begegnungen gemacht, die dort während des Deutschlandtreffens stattfanden. Eine Minute der Erwartung. Und nun steigt zum ersten Mal vom
Orchesterpodium auf der gegenüberliegenden Seite des Marx-Engels-Platzes. Eine Melodie empor über die Menge. Es ist das uns allen so vertraute Lied, das Deutschlands Jugend vor 14 Jahren sang. Das war ja 99 Stunden nonstop, also es ist rund um die Uhr. Ja. Hatten Sie auch eine quasi Dreischicht-Arbeit? Ja, wir waren in drei Schichten. Ich musste allerdings nicht nachts arbeiten, weil wir einen einjährigen Sohn hatten, der ja auch betreut werden musste. Und da bin ich tagsüber eben 8 Stunden hier im Kundendienst gewesen. Vielleicht müssen wir das nochmal erklären, was Kundendienst ist. Die Älteren werden sich natürlich erinnern, dass da abenteuerliche Sachen zum Teil auch vermittelt wurden, wie Klaviere oder Noten oder auch Tanzkarten, also alles, was man heute auf diversen Online-Portalen zum Verkauf anbieten kann, ging damals durch das Radio, indem man die sogenannte Kundendienst-Telefonnummer anrief. Und dann nahmen Sie das auf und gaben das dann an die Moderatoren weiter, oder wie war das damals? Ja, also wir haben zum Teil dann auch selbst Auskunft geben können, wenn irgendwas verloren war oder wenn man jemanden treffen wollte und irgendwas ausgemacht hatte. Insofern. Also auch schon wieder zusammenführen von verloren gegangenen Begegnungen. So ungefähr, ja. Aber manches haben wir dann eben an die Moderatoren weitergegeben und die haben das während der Sendung dann mit eingeflochten. Beim Kundendienst des DT64 wurde mehrmals angefragt, ob heute noch Quartiere gemeldet werden können. So möchte zum Beispiel Frau Förster aus Friedrichshain, Kopernikusstraße 7, noch 2 Gäste aufnehmen. Und Frau Kowalski aus Baumschulenweg hat noch eine Luftmatratze gefunden, auf der noch ein Gast übernachten könnte. Das war alles so locker, wie ja eigentlich der Rundfunk damals nicht war. Wie war der Rundfunk damals? Na, der war schon ziemlich streng eingeteilt. Also wenn wir, der Abend der Jugend, wie gesagt, machte eine Ausnahme. Aber ich bin ja dann später im Nachmittagsmagazin erst als Moderatorin tätig gewesen und dann auch als Chefin vom Dienst. Und das war auch eine 3-Stunden-Sendung. Aber da war natürlich am Vormittag, haben wir schon so genau eingeplant, auch zeitlich und in welcher Länge wir welche Themen behandeln wollen und welche Musik dazu kommt. Da war auch nicht die Selbstbedienung mit Musik, die es ja später dann gab, sondern wir hatten unsere Musikredakteure, die mit im Studio waren und die dann ausgewählt haben, welche Titel wozu passen. Und war zum Beispiel also nach einem Wortbeitrag nie ein gesungener Titel, sondern das war dann immer instrumental und solche Vorgaben. Weil man dachte, Wort an Wort passt nicht. Ja. Und also das war schon alles so 3 Stunden sehr genau geplant, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen, was an welche Stelle kommen soll. Und das fiel natürlich bei diesem 24-Stunden-Programm, die 4 Tage weg, das konnte man ja gar nicht vorplanen. Es wurde dann nachts weniger, gab es weniger Reportagen und mal mehr Musik und so, aber eben der Kundendienst zum Beispiel konnte ja auch Mitternacht jemand verloren gehen. Und der hat schon rund um die Uhr gearbeitet und das hat auch, ja, war interessant, wenn es auch eigentlich keine richtige journalistische Arbeit war. Es gibt ein Foto von Ihnen, da sitzen Sie am Schreibtisch und im FDJ-Hemd. War das damals Pflicht, dass alle FDJ-Hemd tragen mussten? Ja, das hatte Gerhard Eisler so gewollt. Und der führte dann auch Gäste vom Deutschlandtreffen, Politiker oder ja Jugendfunktionäre oder ausländische Gäste, die dann nach Berlin gekommen waren, durch unseren, also da hier in dem großen Bereich, wo wir an unseren Schreibtischen saßen und telefonierten und so. Und da wollte er gern, dass wir alle blaues Hemd tragen.
Denn es hat ja die FDJ eingeladen zu diesem Treffen. Ja. Vielleicht können wir noch mal was zu diesem Charakter Deutschland-Treffen überhaupt sagen. Denn die Mauer war ja quasi schon da. Also ein geteiltes Berlin und auch ein geteiltes Deutschland, aber dennoch Deutschland-Treffen. Wie passte das für Sie damals zusammen? Naja, das war auch etwas Besonderes, dass während des Deutschland-Treffens viele, nicht nur aus West-Berlin, sondern auch aus der Bundesrepublik, von den Jugendverbänden, da SPD vor allem und ja, von der CDU sicher auch, aber wir haben uns mehr so auf die Falken und solche jungen Leute verlassen. Und da gab es aber auch wirklich das habe ich natürlich selbst nicht miterlebt, aber gehört, dass dann so am Alex und an Linden und so sich auf dem Bebelplatz Gruppen zusammenfanden und wirklich spontan ihre Meinung ausgetauscht haben, auch über politische Themen und das nicht so mit vorgegebenen Thesen, sondern man ging aufeinander ein. Das war sonst nicht ganz so üblich. Aber was war das Ziel? Ein gemeinsames Deutschland? Also dieser Name Deutschlandtreffen assoziiert ja, dass es schon darum ging, das Gemeinsame zu... Ja, das war ja, also um das gemeinsame Deutschland ging es bei dem ersten Deutschlandtreffen. Das war ja 10 Jahre vorher gewesen. Da, 1954, ging es wirklich noch darum, war ja auch keine Mauer, waren zwar zwei deutsche Staaten, aber da hatte man noch den Versuch und die Illusion, es könnte doch irgendwie zusammengefügt werden. Das war 1964 nicht mehr vorstellbar. Also dazu war eben doch durch die Mauer und insgesamt durch die politische Entwicklung die Entfremdung zu stark. Aber es waren gerade unter den jungen Leuten und eben auch unter vielen, das waren natürlich die sich dafür interessiert, wie geht's denn in der DDR zu? Die hatten den Osten ein bisschen erkunden wollen. Und da war das alles offener und nur mit einer schnellen Vereinigung hat keiner mehr gerechnet damals. Aber es geisterte damals so ein Begriff auch durch die Zeitung Tauwetterperiode. Was war damit gemeint? Das kam eigentlich von der Sowjetunion her. Da die ersten Bücher über die Lager veröffentlicht wurden, was wir vorher überhaupt nichts wussten mit diesen Gulags. Das war ja völlig von uns ferngehalten. Und dann kamen da die ersten Romane über solche Dinge. Und das nannte sich bei uns jedenfalls, aber gerichtet auf die sowjetische Politik, Tauwetter. Und das hat sich natürlich dann hier auch, wenn es dort möglich ist, über sowas zu schreiben und Filme zu machen, dann müsste das bei uns ja auch so sein. Und man hat natürlich solche Versuche gemacht, die allerdings dann mit diesem Plenum, als die Filme reihenweise verboten wurden, sehr schnell abgebrochen war. Das war 65 dann im Dezember? Ja. Aber bleiben wir nochmal bei dem Sonderstudio Deutschland-Treffen. Haben Sie nebenbei Radio hören können? Und so ein bisschen noch in Erinnerung, was da eigentlich lief, in welchem Verhältnis auch, ich habe gehört, Beatles wurden gespielt, wie sich so ein 99-Stunden-Programm letzten Endes anhörte? Also es wurde sehr viel mehr gesprochen eben so Rundgesprächen, wo jeder, ohne was vorgegeben zu haben, einander auch widersprach durchaus und so, als Musik zu machen. Es war in der Nacht war mehr Musik natürlich, aber tagsüber war eigentlich fast immer die Sprache dominant. Mhm.
Und was waren so die hauptsächlichen Themen? War das die unterschiedliche Sicht auf das deutsch-deutsche Verhältnis? Oder ging es da auch mal um Liebe oder um ja, Bücher? Oder? Es ging auch um Alltagsdinge und Schule bis zu Kinderkrippen, Kindergärten und so. Also das spielte da auch schon eine Rolle, weil wir da ja doch einiges vorzuweisen hatten, was in der Bundesrepublik noch sehr am Anfang stand. Und da hat man sich schon über das normale Zusammenleben auch unterhalten und hat versucht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nun haben Sie ja schon bei der Jungen Welle erklärt, dass das sehr viel, also dass der Live-Anteil sehr hoch war. War das ein Privileg der Jugend, abzuweichen von dem starren Konzept, das es ja auch im Westen gab, also sehr viel Manuskript, sehr viel Aufzeichnung, dass man sagte, man kriegt nur über live die Jugend? War das schon damals die Idee dahinter? Ja, und das war auch das Bedürfnis der jüngeren Redakteure. Die wollten nicht mehr so am geschriebenen Wort kleben, sondern eben original Gespräche führen. Und es wurde dann auch gesagt, wir hatten alle Sprecherziehungen hier im Haus, die wir zum Rundfunk haben. Und da sagten aber dann die Sprecherzieher, also ihr müsst jetzt nicht wie die Nachrichtensprecher nun ganz jedes Wort sauber aussprechen mit dem Hochdeutsch, das nun mal da gefragt ist. Das blieb noch lange bei den Nachrichten. Aber die Moderatoren, die sollen nicht stark Dialekt sprechen, aber sie können ihren eigenen Duktus haben und können auch durchaus, man kann hören, der kommt aus Thüringen oder aus Mecklenburg oder aus Dresden. Das war dann alles so, dass es ein bisschen persönlicher sein sollte und nicht mehr so ganz streng in jede Kategorie eingeordnet. Also aber das war eben auch unser Wunsch. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück zum Sonderstudio. Das war ja dann irgendwann zu Ende. Aber dennoch gab es ja dann am 29. Juni 1964 unter dem Titel Jugendstudio DT64 quasi eine Neuauflage mit Verweis auf dieses Deutschlandtreffen. Also man hat ja bewusst diese Marke übernommen. Ja. Was ist denn dazwischen passiert? Wissen Sie das noch? Naja, es war damals wirklich unser Gerhard Eisler, dem das so gut gefallen hat. Und der war ja nun auch einer schon durch seine USA-Zeit und so, der nicht immer so in den engen Wegen gegangen war und seine Vorstellungen auch ein bisschen lockerer waren. Und der war so angetan von diesen 4 Tagen, die so gut abgelaufen waren, ohne allzu große Vorbereitung, und hatte eigentlich den Otto Bark dazu überreden wollen, das weiterzuführen. Aber mein Otto hatte vorher schon mit dem Fernsehen Verbindung aufgenommen. Dem war das Radio nicht mehr gut genug. Er wollte gerne einen Fernseh-Jugendclub machen. Und das war ihm auch zugesagt worden. Und da hat er gesagt, ja, also mit mir geht das hier nicht weiter. Ich gehe zum Fernsehen, nahm auch die Reporter Manni Mazzo, Robert Lehmann, Lothar Siebes, die nahmen alle mit zum Fernsehen. Der Otto hat im Fernsehen dann mit seiner Idee, dort eine Jugendsendung zu kreieren, nicht Fuß fassen können. Der Manfred Matzke und andere Redakteure sind dort geblieben, dann auch in der Unterhaltungsredaktion, aber nicht so eine Jugendredaktion. Und Otto Bark, der ist dann, hat den Radio- und Journalistenberuf völlig aufgegeben, wurde dann, als das SEZ in Friedrichshain eingeweiht wurde, dort Chef. Und ganz zum Ende der DDR-Zeit war er beim Zirkussprecher oder Direktor von Zirkusverband. Also der hatte immer gerade mal neue Ideen. Dem war der Rundfunk nur eine Zwischenstation wert.